benutze. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Machst du das schon? Muss ich einfach nur dieses Radio anmachen oder wie? Und dann ist er... Nehmen? Kann ich das... Das ist kein Walkman. Okay, reden? Mich hat schon immer gestört, dass die Radiomoderatoren andererseits... Ansehen. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Aber wie sorge ich denn dafür, dass da jetzt ordentlich Lärm entsteht? Hört ihr vielleicht die Glocke jetzt nicht mehr? Es kann natürlich auch sein, dass er die Glocke jetzt nicht mehr hört durch die Kopfhörer. Was war das für ein Schrei? Hä? Wo ist er denn hin? Oh nein. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Ach du Scheiße. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ach du Scheiße. Das heißt, wir sind zwar nicht für den Tod des... Pastors verantwortlich, aber wir sind für den Tod des Irren verantwortlich, was an sich ja eine Streitfrage ist. Also einerseits war es die einzigste Möglichkeit herauszukommen, andererseits, und er hat auch das Leben von dem Pastor auf dem Gewissen, ich weiß nicht ganz so, wie ich das jetzt werten soll. Ich guck mich erstmal. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. In den eigenen Briefkasten. Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Verzeihst du mir? Oh oh, er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Der ist voll von vermodert, die will ich nicht. Okay, die will natürlich keiner haben, GEZ-Rechnung. Raucherzwerg. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Benutzen? Ups. Benutzen? Wie soll man etwas so Nutzloses benutzen? Ganz ruhig, Edna. Wie soll man etwas so Nutzloses benutzen? Ah, ich habe eine Idee. Moment, warte mal. Blub. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay, das ist lustig. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Das ist aber nicht schlimm, ist auch für mich Spaß. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay, und? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht.
Wie, hast du den nicht kaputt gemacht? Aber das ist der Richtige, ist ja alles klar. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der Letzte, den man ausprobiert. Okay. Haben wir noch irgendwas hier draußen? Mond kann man ja schon Scherben ansehen. Er hat angefangen. Nehmen. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Tonscherben. Hallo. Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, gestatte ich Edna, an diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen. Und entsprechend ist er mit dem zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich reinschauenden Gartenzwerge. Viel Spaß. Tja, Pogi, gut, dass ich dich manchmal nicht zum zuerst aktiviere, denn ich habe das ja schon getan. So, okay. Dann war noch so. Hinters Haus geht's auch noch, okay. Oh. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Das ist ja, oh, das ist echt bedrückend jetzt. Wie denn? Die ist einbruchssicher. Hier haben die gesessen, als wir angefangen haben mit Harvey. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Nehmen? Nein, der stand immer hier. Ich habe vergessen zu reden mit der Tür. Hey, geh auf! Sie war schon immer schwerhörig. Reden? Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Edna! Es wird ihm schon noch wieder einfallen. Ach, Edna, wir waren so lange nicht mehr hier. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Warum nennt sie ihn eigentlich Mattis und nicht Papa? Nein, der stand immer hier. Reden? Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Es wird... Okay, das kennen wir ja. Oh, Quatsch. Benutzen? Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Moti und Alu zum Frühstück einladen. Das wäre doch mal eine Idee, Edna. Ansehen. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Na, so wenigstens mal. Lieber nicht. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Ah, okay, gut. Die sind ja nicht so doll. Hallo, Edna! Ich bin ein sprechender Schirm. Lass das, Harvey. Ich spreche nicht mehr mit leblosen Gegenständen. Aber... Edna! Nein, nein, nein. Okay, jetzt spricht sie nicht mehr mit Gegenständen. Nein, nein. Den konnte man noch nie benutzen. Gehe zu Schuppen. Gehe zu nach hinten. Ach du Scheiße, guckt euch mal die Perspektive an. Zwischen dem, was hier jetzt ist und was beim ersten Mal war. Echt krass, ich habe Pokia vergessen. Der mit Abstand hässlichste Hintergrund in Edna bricht aus, besticht durch eine aufdringlich schräge, hässliche Parallelperspektive, die so in keinem Geometrie-Lehrbuch oder Bildaufbau-Lehrbuch, falls es solche Bücher überhaupt gibt, ich habe noch nie eins gelesen, zu finden ist, wie ich vermute. Die zugeschleimten Gartenmöbel entstammen einem Vorbild, das bei mir auf der Terrasse steht. Ich habe eine kleine 3x3 Quadratmeter Terrasse und dort sind die Gartenmöbel genauso blau und genauso schräg und genauso zugeschleimt. Der Rest der Terrasse ist frei erfunden. Achso, na gut, dann. Gehen wir nach hinten und aktivieren gleich nochmal Poki. Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war.
rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Drittel Tag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Na, ja, aber auch mal schauen, was Edna zu den ganzen alten Dingen sagt hier. Den Mond können wir jeden Screen anschauen. Wir gucken mal in das Fach. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Wie das Haus. Hallo? Jemand zu Hause? Grüezi. Hallo. Hallo. Hui, da ist ja eine Menge los. Sind die Wasserflöhe oder wie? Ja, ich könnte mal wieder baden. Aber das muss noch warten. Okay, ansehen, Tür. Hier wohne ich also. Nehmen. Die gehört mir bereits, glaube ich. Reden. Papa, bist du zu Hause? Es war den Versuch wert. Es wird nie mehr so sein wie früher, oder? Wir nutzen natürlich die Tür noch nicht, weil sonst kommen wir da wahrscheinlich rein. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Was? Oh, wollte ich nicht? Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Reden? Wartet nur, eure Tage sind gezählt. Okay, ich gucke mal ganz kurz, ob ich irgendwas... Vielleicht mit den Scherben? Ich will sie nicht auch noch düngen. Okay, dann Schere. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Poloschläger, aber mal rein. Der ist ausnahmsweise nicht das richtige Werkzeug. Puh, okay, Fenster. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Wir nehmen... Wenn es doch so einfach es wäre. Es zieht echt auch ein bisschen runter, die Stimmung. So, es macht auch so ein bisschen selbst so... Puh. Hallo? Jemand zu Hause? Benutzer. Nein, das ließ sich noch nie öffnen. Ach so, okay. Dann nehmen wir jetzt endlich mal den Schlüssel und benutzen ihn mit der Haustür. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Oh. Okay, jetzt müssen wir also noch einmal von vorne beginnen mit dem Schmelzen. Okay. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Gut, okay. Wir müssen also noch einmal dasselbe machen, wie wir es schon einmal getan haben. Gehe zu nach vorn. Tür. Haben wir hier noch irgendwas, was wir hinter das Haus Briefkasten? Nee, wir können auch nicht Tür benutzen. Zu. Alles klar. Okay. Wir müssen irgendwie Wärme erzeugen. Wo bekommen wir jetzt Wärme her? Wärme, 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 Wärme. Denk nach, denk nach, denk nach. Nein, ich brauche das Gold in Reinform. Keine weiteren Zutaten. Okay. Nein, ich brauche keine weiteren... Okay, alles klar. Also wir müssen irgendwie Wärme erzeugen. Ich weiß aber nicht genau, wie wir das machen sollen. Antioxidationsmittel mit? Lieber nicht. Der Rost ist das Einzige, was diesen Kasten noch zusammenhält. Aber irgendwie müssen wir was machen, Edna. Achso Gott, ich konnte ja gerade noch zum... Stimmt, ich konnte ja gerade noch zum Schuppen. Moment, war das hier? Nee, war nicht hier. Das war da hinten. Nee. Stimmt, wir konnten ja gerade noch zum Schuppen gehen. Hä? Yeah? Gott, bin ich gerade zum Schuppen gehen? Gehe zu Schuppen. Alles klar, okay. Ich habe ja schon zwei Screens weiter vorne gesagt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Gartenarbeit habe. Habe ich das überhaupt? Nee, habe ich nicht. Ja, ist nun mal eine Sache, für die man sich gar nicht schämen muss. Wenn man Spieldesigner ist, kommt man bekanntlich überhaupt nicht mehr vor die Tür und sieht halt die Natur gar nicht mehr. Man hat eigentlich nur mit leblosen Dingen zu tun. Man lacht auch nicht mehr. Und das hat leider auch zur Folge, dass man gar keine Ahnung hat, wie Pflanzen eigentlich aussehen.
Und deswegen zeichne ich halt in dem Hintergrund, in der Hoffnung, dass Pflanzen so aussehen, immer diese geschwungenen Linien. Ich glaube, so sehen Pflanzen aus. Ja. Ja. Schön, Puki, hast du mal wieder voll in den Dreck gezogen und alle. Dankeschön. Benutze Fenster. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Nur weil er sein sein Image nicht mal aufbessern kann. Das ist so gut eingebaut, keine Chance. Okay, wir reden mal mit dem Fenster. Bist du doppelt verspiegelt? Wir auf dem Land halten nichts von so einem Schnickschnack. Ach so, okay, verstehe. Jo, dann nehmen wir mal Polospiegel und... Ach Quatsch, Polospiegel, Poloschläger mit. Ich probiere erst einmal die Tür, wenn's recht ist. Das wäre zu einfach. Flup. Okay, wir haben Handschuhe. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Reden? Sie kennen nur die Gebärdensprache. Achso, dann nehmen wir sie mal mit. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Also nicht für uns, okay, gut. Ne, ich will nicht raus, Edna. Nimm mal die Zange. Die erinnert mich an meinen Zahnarzt. Autsch, das müssen schlimme Erinnerungen gewesen sein. Nehmen? Okay. Wir nehmen das Rad. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mathis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Okay. Ich dachte, kommt so irgendwas. Nehmen Farbtopf. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Ah, Ansehen. Da muss doch Öl drin sein oder sowas. Was womit man halt. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja. Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Nehmen? Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Hier ist ja gar keine Kettensäge. Da bin ich blind. Reden? Hey, ich kenne da einen Zwerg, der deinen kleinen Bruder rumkommandiert. Ah, den roll ich über. Benutzen. Bevor ich mit der Gartenarbeit anfange, sollte ich mich erst einmal um das Haus kümmern. Da hast du recht. Okay, Pogi, sag mal was.